Oder, Kumpel? Nein. Den Glockenhüter-Eid will ich erst bei dich machen, zumal das ein ziemlich blöder Eid ist. Vor allem in der jetzigen Lage. Man hat ja gesehen, ich wurde gerade einmal invasiert vorhin. Und so auf PvP stehe ich nicht. Ich will jetzt hier durch. Nebelwand bedeutet höchstwahrscheinlich frischer Bossfight. Nämlich Turmgargoyles. Wow. Das könnte jetzt richtig wehtun. Wow. Vor allem, wenn gleich drei aufstehen sollten. Ja, genau. Trink. Jetzt muss ich mich nämlich irgendwie an den Angeschlagenen ranmachen. Ohne dabei die anderen. Oh. Ohne dass mich dabei die anderen belästigen. Das hier ist einer der schwierigsten Fights überhaupt. Wie man sieht, ich komme fast nicht zum Zug. Ich sterbe wahrscheinlich bald. Vor allem, weil ich den da nicht kriege. Ja, ich bin nur beim Trinken. So, jetzt ist nur noch zwei. Fürs Erste. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass gleich Nummer 4 aufwacht. Au. Ja, und trinken ist ziemlich schlecht in diesem Kampf. Ja, du kannst ruhig bolzen. Und der vierte wacht auf. Ah, Feuer ist nicht gut. Wow. Ja, da ist... Oh. Und ja, man merkt, ich muss mich wieder konzentrieren. Das ist nämlich ein richtig unfairer Bossfight. Ja, der brennt wieder. Jetzt nicht mehr. Wow. Wow, roll weg, roll weg. Puh, das war knapp. Und immer schön auf einen konzentrieren. Und ich höre den nächsten aufwachen.
Ja. Wow, den haben wir zum Glück schnell gekillt. Sicherheitshalber Lebensstein einwerfen. Beide gleichzeitig treffen ist keine so gute Idee. Ich glaube, es wacht nämlich noch ein Sechster auf. So, Lebensstein. Und wacht noch ein... Nein, es wacht kein Sechster mehr auf. Okay. Ja, ich nehme für die Jungs extra den Blitzspeer, weil die angeblich... Was heißt angeblich? Ich habe es schon versucht. Die sind... Die nehmen gut Blitzschaden. Ja, genau. Fackel alles ab, dann töte ich dich schnell. So. Seele des Turmgargoyles. Ein optionaler Boss. Beziehungsweise in Dark Souls 2 ist er nicht so optional, also im Original, wie jetzt hier. Denn nach diesem Bossfight... In normalen Dark Souls 2 war hier in dieser Truhe der Kerkerschlüssel drin. Statt dem Ritualband des Südens. Oder inklusive des Ritualband des Südens. So, Leuchtfeuer, das ich jetzt anmache. Und jetzt schalte ich wieder, nachdem ich gerastet habe, schalte ich wieder in den... Ich will mal kurz gucken, aber die Statuen, nein, sind nicht respawned. Schalte ich wieder in den Online-Modus. Also, bis gleich. So, da sind wir schon wieder im Online-Modus zurück. Wie man sehen kann, es stehen wieder Nachrichten. Vorsicht vor Finstergeist, das stimmt allerdings. Was das größere Problem ist, sind die 5 Hunde, 6 Hunde, 7 Hunde. Ja, und da kommt auch schon der Finstergeist. Nämlich der Sünder Vogel. Au. Schnell hier hoch. Und einen Schluck trinken. Als Finstergeist kommt er nämlich uns nicht hinterher. Au. Wir können ihn allerdings aufspießen. Und verbannen. So. Können hier unten... Drachenzahn... Oh, dich habe ich übersehen. Den Drachenzahn hier... Kennt ihr noch jemand? Die ultimative Keule von Havel. Ja. Ich habe noch einen zweiten Glockenhüterbogen gefunden. Ja, sehr schick. So. Ich steige aber jetzt erstmal wieder auf meinen normalen Speer um, denke ich mal. Nicht aufgeben, ja. Und noch ein Zauberfallchen. So, das war der Glockenhüterturm. Der Mondturm, besser gesagt. Wie man sich's denken kann, es gibt auch noch später einen Sonnenturm. Aber dazu erst viel, viel später.
So, Gegenstandskiste. Die würde ich gern aussortieren. Das da. Die würde ich gern aussortieren. Die Seele des Gargoyles ist der verlorenen Festung. Die fein gearbeiteten Steinstatuen des Turms sind auf mysteriöse Art und Weise zum Leben erwacht. Und ja, der restliche Text ist klar. Dann das Skeptiker-Gewürz weg. Leuchtkäfer. Ne, den behalten wir mal. Aber die Leuchttalismane können weg. Das Zauberfalchion, der Schmiedehammer können weg. Der Speer behalte ich. Glockenhüterbogen. Kann einer mal weg. Ausrüstung habe ich nichts Besonderes. Ringe auch nicht. Nö. Das heißt, es geht wieder zurück nach Majula. Wobei, eigentlich sollte ich zum MacDuff. Erst einmal. Zum MacDuff. Ne, bevor ich zum MacDuff gehe, nein. Zurück. Kurz bei Mollin vorbeischauen, ob der jetzt schon die letzte Stufe erreicht hat, was ich bezweifle. Da müssen wir noch was Teureres kaufen. Nein, er sitzt immer noch auf seinem Stuhl. Bevor ich zu MacDuff gehe, hi, würde ich gerne bei ihm die restlichen 6 Scherben aufkaufen. I'll be around. Danke. Dann reisen wir zu MacDuffs Werkstatt. Dort kaufe ich erstmal den Flügelspeer. Also den hier, die Flügellanze. Und ich kaufe mir 2 von denen. So, Waffe verstärken. Damit verstärke ich erstmal den Speer. Und dann die Flügellanze. So, jetzt haben wir ein Dreiergespann an Waffen. Und trotz der vielen Seen geht es jetzt nicht nach Majula, sondern zu Heides Flammenturm. Denn dort haben wir auch noch ein loses Ende mit dem Drachen, das ich jetzt gerne angehen würde. Denn jetzt sind wir stark genug, um uns mit dem da drüben aufzunehmen. Dazu müssen wir allerdings erstmal durch den Ritter hier wieder. Wow. Das Problem ist, mit dem Ritter kommt noch ein Heideritter. Au. Den Heideritter bitte anvisieren. So, danke, dass wir den losgeworden sind. Ohne Probleme. Und jetzt dich loswerden. So, sehr schön. Der Heideritter hier oben ist nicht zu Hause. Wow. Erstmal weg mit dir. Dann schlägt der durch seinen Kumpel durch. Wow. Und schlägt uns. Und er ist weg. Jetzt müsste der dritte hier hinten kommen. Der hat irgendwie keine so große Lust. Ah, doch, er kommt. So, der ist weg.
Jetzt der Heideritter hier. Au, der kann aber immer noch gut zulangen. Wir allerdings auch. So, jetzt können wir uns mal wieder mit der Glocke heilen. Auf die habe ich nämlich total vergessen. Am besten gleich zweimal.